Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Video, das extrem spät erscheinen wird, denn jetzt ist gerade 17 Uhr in dem Moment, wo ich es aufnehme. Das ist Battle Royale in CSGO, ihr habt es mir empfohlen. Es geht darum, dass man hier am Rand spawnt, auf einer unteren Ebene, die man jetzt gerade nicht sehen kann, weil sie schon überflutet ist. Und dann muss man sich nach oben arbeiten, um nicht abzusaufen. So! Okay, Dude. So, ich kann jetzt praktisch mich hier hochkämpfen, wenn ich gut bin. Das kann sich sicherlich jeder denken, dass es etwas schwierig ist hier. Es sind zwar zum Glück noch nicht so viele da, das heißt... Oh, fuck. Die blaue Area, in der ich mich befinde, wird jetzt gleich überflutet. Ich gehe jetzt halt hoch. So ein bisschen wie bei H1Z1, wisst ihr, die... Oh, scheiße! Bis wohin geht das Wasser? Genau bis hier zur Kante. Okay. Die Musik ist ja mal gay. So, wenn man hier drauf geht, kriegt man Waffen, wenn man auf diese Dinge läuft. Es ist schon eine schwierige Geschichte, finde ich. Also, natürlich kommt es darauf an, wie viele Leute mitspielen. Im Moment sind wir so wenig, dass es eigentlich... Es sollte eigentlich einen ganz guten Mittelweg geben hier. Man muss halt immer taktisch vorgehen. Beziehungsweise man muss sich überlegen... Wow! No! Man muss sich überlegen, gehe ich einfach direkt ganz, ganz schnell hoch und mir wird vielleicht in den Rücken geschossen. Aber dafür kann ich auch ganz früh von oben runterschießen auf die Ankommenden. Ich bin ganz oben jetzt übrigens. Alles klar. Mehr Drecksack. Er kriegt mich einfach, Alter. Einfach mal direkt das erste Spiel gewonnen. Jetzt steht das hier übrigens in meinem Namen. Seht ihr es? So, eben war ich recht langsam. Ich werde mich jetzt ein bisschen beeilen. Guck mal, hier steht sogar meine Geschwindigkeit, der ich mich bewege. Im Moment. Es sind gerade nur 5 Mitspieler, deswegen ist es etwas kritisch. Einer ist schon gestorben. Jetzt sind es nur noch 3. Es geht extrem schnell gerade. Bin ich jetzt wieder hier bei der Pump? Ah, nee, okay. Es ist echt ein extrem cooler Spielmodus. Ich will ihn jetzt nicht so lange, also so lange jetzt spielen, damit nämlich die Aufnahme möglichst schnell zu euch gelangt. Aber ich denke, wow. Aber ich denke, das ist was ich euch auf jeden Fall... öfter zeigen kann, will, möchte und tun werde. Weil das jetzt richtig ist. Deutsch. Chill, chill, chill. Wisst ihr, wir sind da noch 3, das ist das Blöde. Mit der AUG kann man vielleicht hier was machen. Wenn ich jetzt Pech habe, ist der hinter mir noch irgendwo unterhalb. Obwohl, er kann nicht mehr so weit unten sein. Hier ist er eben schon abgefackelt. Der wird doch jetzt nicht schon oben sein, der Kerl. Ist echt ein bisschen unangenehm gerade. Aber vielleicht machbar, wer weiß? Ich kann mir gut vorstellen, dass einer von uns dreien weiter unten wartet. Diese hier. Okay, gut, jetzt bin ich in der roten. Ja, es ist, ich weiß nicht, ob ich es vorhin richtig zu Ende gesagt habe. Es ist, wie gesagt, wie H1Z1, dieses King of the Kill. Man wird zusammengefercht, so Stück für Stück und muss dann eben die Kills machen. Ich bin mir sicher, dass der oben ist, im Grauen. Okay, ist er nicht. Nein! Oh, nur 13-1. Hat er nice gemacht, Mann. Scheiße. Ich wollte aufhören zu schießen und dann hat er mich doch noch genutzt. Er sagt, kann man hier sehen, wer gerade runterfährt? Guck mal, da hinten fahren auch 2 runter. Ah, das ist natürlich raffiniert. Jetzt kann ich ja gucken, ob ich hier direkt am Anfang gebumst werde oder nicht. Wenn ich jetzt sauschnell hochrenne einfach. Falscher Weg. Oh, was macht das hier? Ja, geil. Elektroschocker, Mann. Das Ding ist optimal. Jetzt sind wir gerade wieder zu 6. Letztes Mal war der Server sogar voll. Da konnte ich nicht spielen, als ich aufnehmen wollte. Aber jetzt ist ja Platz. Vielleicht eine MP. Jawohl, Mann. Ich rush hoch. Ich rush jetzt einfach hoch. Das ist jetzt meine Taktik. Halt. Was haben wir hier? Ja, Mann, Swag 7. Ja, was geht los? Natürlich kann dieser Spielmodus frustrierend sein, wenn man nicht lange durchhält. Aber ich bin ja zum Glück ein Profi, ne? Jawohl, eine Scout. Ich versuche mein Scout-Glück. Wir sind wieder nur noch zu dritt. Jetzt fühle ich mich natürlich ein bisschen schlecht mit der Scout. Unter anderem, weil ich auch da oben im Roten sicherlich ein kleines Problem bekommen werde. Aber ich will sie jetzt mal spielen. Vor allem, weil ich darauf noch keine Kills habe. Achso, doch, habe ich da 5. Sehe ich das richtig? Ja, 5 habe ich, glaube ich, drauf. Ah, eine AUG! What? Das war kein Headshot, Alter. 65-1. Habe ich ihm in den Hals geschossen oder was? Weil mich die AUG abgelenkt hat. Ich denke, cool, AUG vielleicht abwägen. Lirum Larum, Löffelstiel, dafür scheiß, der wächst auch viel. Dann doch nicht, ne? Oh. Also ich finde dieser Beacon am Schluss, das jeder bekommt, dieses Beacon, dieses Blip, Blip, das muss nicht sein. Man ist meistens schon beim Orangenen. Das heißt, es kommt das Rote, dann das Graue. Und im Grauen wird man sich ja wohl noch finden. Fuck, jetzt habe ich mich nicht umgesehen. Neben mir ist einer. Also 2 oder 3 neben mir. Ich rush hoch. Mal gucken, ob das was wird. Da oben ist schon einer. Leck mich im Ärmel. Gott! Ich hätte vielleicht irgendeine Waffe picken sollen, dann wäre der down gewesen. Hier im Grauen gibt es wohl M4. Es würde mich halt interessieren, ob die Waffen auch besser werden, je höher man kommt. Oder ob man unten auch schon AWP finden kann. Oder ob man zum Beispiel AWPs nur in diesen höher gelegenen Spots finden kann und sonst eben eher so auf Kotwaffen gespannt sein sollte. Ich bin so froh, wenn ich morgen meine Prüfung rum habe, ne? Ich habe heute Nacht richtig, richtig Probleme gehabt mit Schlafen und Scheiß. Deswegen sehe ich vielleicht auch etwas arg gebeutelt aus, aber ja, morgen ist es ja dann rum. Morgen ist die leider halt mündliche Prüfung, die mich ultra abfuckt. Wie ist der denn geflogen? Und dann ist zwar noch eine, sogar eine sehr, sehr große, aber dann ist es rum. Und die andere ist immerhin schriftlich. Beim Schriftlichen ist es nicht schlimm, wenn man da verkackt, aber beim Mündlichen ist es scheiße. Gut, scheinbar ist da drüben erstmal überhaupt niemand neben mir. Das heißt, ich gehe hier rechts. Ich versuche nochmal eine schnelle Taktik. Da kommen jetzt gleich 3 oder so da vorne. Deswegen, oh, gehe ich hier lang, hol mir die erste Wumme. Ja, super, eine Pistole. Okay, also ich würde sagen, wir können jetzt damit auf jeden Fall bestätigen, dass die Waffen höhenabhängig gut oder schlecht sind. Komm, 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 komm.
Nein, er ist schon oben. Ich fasse es nicht. Er ist echt schon hochgerannt. Das ist eine kleine Schweinerei, finde ich. Aber guck mal, jetzt wird's richtig voll. Komm, eine Runde mache ich noch. Eine Runde soll es auch sein. Je nachdem, wie dieses Video hier bei euch ankommt, also dieser Spielmodus, werde ich ihn einfach mal öfter bringen. Mich haben zwar viele drauf gestoßen, aber man weiß ja nie. Mal gucken, was ihr dazu daumentechnisch eben so sagt. Ich werde das einfach anhand der Daumen nach oben auschecken. Guck mal, da oben metzeln sie sich gleich. Sehr gut. Der da unten hat das gehört. Rennt nach oben. Und was macht er? Was macht er, der Willy Brandt? Er schießt ihn tot! Wie die fliegen. Guck mal, was hier rumliegt. Hier liegen Schädel rum. Was hat der denn? Der hat eine Taube. Ein Vogel. Pigeon hat er. Wie hat er das gemacht? Wahrscheinlich kann man hier, wenn man öfter spielt, irgendwelche Punkte sammeln oder so. Ich bin voll der Pilot, ey. Weißt du, ich habe jetzt eine Drohne, da muss ich fliegen können. Ey. Und unter Wasser. Alright, Gentlemen, this is it. I shit on you. What? Da, bitch. You gonna die. Ich mache jetzt langsam wieder. Die langsame Taktik. Die Headshot-drückende Taktik. Er gibt mir noch, sage mal, dass ich ihm keinen Header gedrückt habe, Alter. Jetzt einfach unter meinem Fadenkreuz wegbewegt. Ich glaube, der ist auf der Suche nach mir. Der ist direkt vorgerannt, hat sich den Ding geholt. Den Taser ist hier irgendwo. Der ist wieder zu mir rübergelaufen, glaube ich. Ich denke, die Devise ist vor allem jetzt am Anfang nicht... Ah, fuck! Nicht abzusaufen ist die Devise. Ich habe es nicht gehört, Mann. Ich war so fokussiert. Eine Runde noch, komm. Den versuche ich mir jetzt zu holen. Hopp, ich will einmal jetzt hier direkt am Anfang den harten Kill machen. Bam! Jetzt muss ich mich beeilen. Oh Gott, jetzt muss ich mich echt beeilen. Ah, ja, ja. Knapp, aber fair, ne? Wie man zu sagen pflege. Was ist hier oben eigentlich? Oh, eine MP9. Wie wichtig. Ich wäre fast ins Wasser gefallen. Nein! Oh Gott, er knallt mich von hinten an. Oh, und er hat mich jetzt natürlich gehört. Wie unglücklich! Und ich gebe dem anderen noch 50, einfach noch so aus Hass hinterhergeschossen. Okay, ich bin jetzt ultramäßig. Hier ist niemand. Das heißt, ich renne jetzt voll durch. Guck mal, wie viele gerade hier sind. Scheiße, dass hier keiner ist, kann ich nicht glauben. Oh fuck, ich muss zu weit an die Seite laufen. Gut, ich habe ihn gesehen. Hat er mich auch gesehen, ist jetzt die Frage, ne? Ah! Fuck, hier rennt einer rum. Bin gleich tot. Ich riech's. Okay, hab mich gehört, schnell weg. Position wechseln. Go, go, go. Die Musik sagt echt wirklich hart, ne? Man kann die Steps nicht gescheit hören. Okay, alles klar. Ich habe auch noch abgedrückt, glaube ich, aber das ging eher in die Hose. Was macht der Wallhack an? Wer hat denn der gewusst, dass der jetzt da rumläuft, der Kerl? Hier auf so einem Public-Server würde ich 1000 Mal eher von einem Cheater ausgehen wie Matchmaking. Alter, dass er nicht gekillt wurde jetzt. Ich wäre instant down gewesen. Schon wieder nicht. Die Leute sind einfach Glücksschweine. Eins mache ich noch. Das macht voll süchtig. Stay frosty. Immerhin habe ich schon eine Runde gewonnen, ihr Wichsers. Also nicht ihr, sondern die anderen. Achso. Oh mein Gott, direkt neben mir ist einer. Super, geil. Ich freue mich schon. Ha! Er hat mich gesehen, glaube ich. Was ein räudiger Hundes. Oh. Eine Runde jetzt aber noch. Hopp. Ne Tag. Avalanche. David mit W. Jan, ich weiß. Avalanche. Ja, gibt es Nachzügler hier vielleicht? Da war einer. Da vorne. Schade. Ha! Bitch! Weggeklatscht, Alter. Aha. Komm, der MP. Läuft bei mir. Da oben ist einer gelaufen. Hab ich im Griff. Und schön auf mich aufmerksam gemacht. Wie bescheuert. Guck mal, die grünen Hütchen da, die sind noch da. Von den Gebäuden. Da könnte man jetzt noch drauf stehen. Scheiße, jetzt hat er mich gesehen, ne? Kann ich hier runter? Nicht wirklich. Komm, runter, 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 runter. Nein! Ich stand so behindert da. Oh, ich muss weg, ich muss weg. Nein! Ich kann es einfach nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Dieser Spielmodus macht mich fertig. Was kriegt man hier oben für eine Wumme? Pump! Geil, Mann. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Pump hier oben auf dem Turm. Fahr ganz da oben im Roten steht einer und guckt auf mich runter. Richtiger Pisser. Eine andere Pump. Oh, wie schön. Ich habe eigentlich schon so gut wie verloren. Außer ich finde jetzt hier jemanden, der halt zufällig nicht sieht, dass ich komme. Dann hätte ich noch eine geringe Chance. Ja, geil. Okay, ich habe nicht gesehen, dass er kommt. Alles klar. Was soll's? Was soll's, Alter? Scheiße, die Prüfung. Kinder, dieser Stress. Ich hätte gerne eine andere Pistolette. Bicicletta. Ein verschissener... Wer braucht so einen scheiß Zeus? In welchem Moment sagt man sich, oh Mann, hätte ich einen Zeus gehabt? Na, Zeus, ja geil. Oh. Ah, die hüpfen oben schon rum. Die Gauner. Ja, nein. Woo! 15 Sekunden. Go, 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 go. Okay, okay. Oh! Nein! Egal, das muss ich aufhören, Leute. Ich war jetzt schon lange nicht mehr so hart an dem Wind dran. Man sieht übrigens, wie viele Leute einem die ganze Zeit zuschauen, dann, wenn man am Verrecken ist. Ach komm, eine Runde mache ich jetzt noch, jetzt wo ich ja direkt wieder dran bin. Dich mache ich fertig, du Dreckarsch. Guck nicht zur Blade, ich mach dich fertig. Ich gehe hier lang, das ist der Trick. Du musst hier lang gehen, dann gehe ich da drüber, dann gehe ich hier lang. Hier drauf, hier gehe ich drauf. Dann nimmst du die Diegel und drückst ihm den Todesschuss. Ist der jetzt verreckt? Keine Ahnung.
Ja. Man hängt doch eigentlich automatisch an der Leiter fest, wenn man drüber geht. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Wir sind gleich nur noch zu zweit. Ich habe ihn gesehen. Man kann hier tatsächlich einen Shop aufrufen. Das muss ich mir bei Zeit mal anschauen. Aber heute nicht mehr. Ich wollte einfach noch eine gemütliche Runde jetzt chillen praktisch, bevor ich meine Unterlagen, die ich mir jetzt alle aufgeschrieben habe, nochmal durchgehe. Das ist ein geiler Platz hier, an dem ich bin. Der ist schön. Tja, und da habe ich verkackt. Leute, was soll's? Einmal gewonnen, oder? Yay! Wie gesagt, ich schaue mir das an, wie es bei euch aussieht mit den Daumen nach oben, unten, links und rechts und lirum larum, um zu gucken, ob ich dieses Format hier gefällt, also dieser, speziell dieser Spielmodus, ob ich ihn eben so mit aufnehmen soll. Oh, Bitch! Ich denke, das ist eine ganz lustige Sache, die wir hier einführen können. Da ist irgendwo einer. Jetzt spiele ich ja doch noch eine Runde. Unglaublich, Mann. Es ist unglaublich mit mir. Was soll der Geiz? Oh, Pech. Der war von links. Da habe ich nicht schnell genug hingeschaut. Nun gut, vielen Dank für alles. Macht's gut. Bis morgen. Morgen wird das Video wahrscheinlich auch ähnlich spät kommen, weil ich das erst nach der Prüfung mache und nicht mehr heute, weil ich einfach tilt bin. Ja, vielen Dank für alles. Bis dann. Ciao, ciao. Schokoladentorte.